Jo, Mutterkreuz 15 am 12.12.2015. Herzlich willkommen, vielen Dank fürs Reinschalten. Los geht's hier mit dem Artikel von Alles Evolution, wo der Christian fragt, ob die Männerbewegung einen YouTube-Kanal braucht und wer möglicherweise direkt dabei ist. Die Seite Criticizing Feminism bietet eine Übersicht über eine Vielzahl von Videokanälen von englischsprachigen YouTubern, die aus meiner Sicht erstaunlich gute Videos bereithalten. Leute wie Sagan auf Ackert, Thunderfood etc. liefern da aus meiner Sicht sehr fundierte Kritik, ja, sehe ich genauso, die man sich gut anschauen und gut verlinken kann. Dass es wirkt, zeigt sich auch darin, dass einige hier zum Beispiel bei der Frage, was sie kritisch gegenüber dem Feminismus gemacht hat, auf eben solche Videos verwiesen haben. Genauso etwas scheint mir in Deutschland noch zu fehlen, gerade auch in deutscher Sprache. Verschiedentlich wurde angesprochen, dass man da ja einen gemeinschaftlichen YouTube-Account vorhalten könnte, bei dem man sich auch gegenseitig helfen kann. Ich glaube, dass so ein Medium wichtig wäre und viele neue Impulse in die Sache bringen könnte. Ja. Ein Mann oder eine Frau mit einer Kamera wäre die eine Sache, die andere etwa ein Mitschneiden von Unterhaltungen via Skype. Ich glaube, hier würden sich auch andere interessante Schnittstellen zur Praxis ergeben. Etwa wenn man dort Tätige zu ihren Tätigkeiten interviewen könnte, etc. Ja, Möglichkeiten gibt es viele, sehe ich genauso. Hat einer Lust dazu oder könnte beratend zur Seite stehen oder die Verwaltungsseite übernehmen, also zum Beispiel den YouTube-Kanal bereithalten, das Video mitbearbeiten und hochladen oder hat jemand Ideen für einen guten Beitrag? Ja, das ist eben der Punkt. Ich denke, Ideen und so weiter, das wird es alles geben und auch bestimmt Leute, die Bock drauf haben. Es ist nur die Frage, ob die Leute dann eben Zeit dazu haben. Und das war auch so ein bisschen der Tenor hier beim Video-Brainstorming, das der Christian da angestoßen hat. Ja, dass das zwar eine gute Sache ist, aber man eben dafür Zeit braucht. Und der Kollege Stapelschips hat das auch mal bestätigt und mich verlinkt, netterweise. Und das ist alles besprochen worden. Ich bin da leider ein bisschen spät zugestoßen. Hab da noch mal am Ende was dazu beigetragen und meine Meinung dazu gesagt, dass ich eben offen bin für Zusammenarbeiten, dass ich auch helfen kann mit Schnittprogrammen und so weiter. Allerdings eben tatsächlich sich die Leute klar sein müssen, dass man da Zeit für braucht, dass es Zeit braucht. Das heißt, möglicherweise Leute, die arbeitslos sind und absehbar arbeitslos bleiben eine Weile, eben da absehbar Zeit für haben, die könnten sich vielleicht darauf stützen, zumindest wenn irgendwie ein halbwegs brauchbarer Rechner vorrätig ist. Andererseits habe ich auch schon meine Anfänge mit dem Netbook gemacht und das war wahrlich nichts Besonderes. Also da geht schon was, sagen wir mal. Ja, und wie man das dann insgesamt angeht, ob man netzwerkt oder was Gemeinsames macht, das wird sich eventuell zeigen. Beteiligte sind eben gesucht, erwünscht und speziell YouTube-Kanäle sind vielleicht auch genau sinnvoll, weil die meisten Leute eben im Netz nach Videos gucken. Ne? Okay, kurze Zwischenmeldung. Anita Sarkeesian hat ihrem Kanal Feminist Frequency ein neues Logo verpasst, das laut Monday Matt aussehen soll wie irgendwie so eine Bindenverpackung, aber ich habe es nicht die richtige gefunden. Always war es nicht. Aber er meinte auch eben, dass es bezeichnet wäre, dass ihr Gesicht jetzt nicht mehr auf dem Logo ist und geht davon aus, dass sie sozusagen dabei ist, sich auf lange Sicht ihn wieder rauszuziehen. Ist aber einiges an Geld reingekommen, also möglicherweise macht sie da eine Firma auf dann und arbeitet als CEO eine Weile, bis sie sich dann jemand absetzt oder so. Wird man sehen, aber als Zeichen zu deuten, dass sie möglicherweise im Absprung ist, finde ich nicht verkehrt. Wir bleiben bei YouTube. Nächstes Thema ist Hassreden. Und zwar hat der Wie herausgefunden, ihm ist zugetragen worden, dass es neue Regeln für Hassreden gibt. Oder beziehungsweise, dass es Regeln für Hassreden gibt auf YouTube. Und ob die neu sind, weiß ich gar nicht genau. Ich habe mir das mal angeguckt und hier wird unter anderem eben gesagt, dass zur freien Meinungsäußerung aufgefordert wird. YouTube sich auch einsetzt für das Recht, unbeliebte Sachen bzw. Kunst zu tun, aber eben keine Hassreden erlaubt sind. Hassreden beziehen sich auf Inhalte, die Gewalt oder Hass gegen Einzelpersonen oder Gruppen aufgrund von bestimmten Attributen fördern, wie beispielsweise Rasse, Herkunft, Religion, Behinderung, das übliche, wie man das so kennt, Geschlecht, Alter, Veteranenstatus, sexuelle Orientierung, geschlechtliche Identität, und das ist natürlich so ein bisschen, also ist das eine Hassrede, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Transe verwechsle und irgendwie sage, Frau oder Mann, und ja, und derjenige identifiziert sich eben andersrum, dann ist das eigentlich keine Hassrede. Also es gibt eben Grenzwerte, sagen wir mal, der Grad zwischen dem, was als Hassrede bezeichnet werden kann und was nicht, ist schmal, sagt da auch YouTube zum Beispiel, es ist in der Regel in Ordnung, einen Nationalstaat zu kritisieren, während das Posten bösartiger, hasserfüllter Kommentare über eine Gruppe von Menschen aufgrund ihrer Rasse unzulässig ist. Also ich kann beispielsweise Israel kritisieren, aber sollte nicht auf den Juden rumhacken oder so. Wie das dann ist, wenn man die jüdische Religion kritisieren will, ist dann wieder so ein bisschen grenzwertig, denke ich mal. Aber das könnte er mal ausprobieren. Ich denke, ich werde mich auch ohne Hassreden hier äußern können, so dass ich nachvollzogen werden kann. Aber der sehr schmale Grat ist ja zu Recht genannt von YouTube. Auch bei der Taz heißt es, im Zusammenhang mit den Terroranschlägen und einer Aktion
von Europol, die sich mit den ganzen Internetfirmen und so weiter zusammengesetzt haben, um Hintertüren einzubauen und so weiter, heißt es eben als Wichtigstes, dass die Frage nach der Definitionshoheit geklärt werden muss. Das Problem, Hate Speech anzugehen, sei schwierig, sagt jedenfalls die Kommissarin Bujova. Sei schwierig, weil man klar definieren muss, wo Meinungsfreiheit aufhört und wo Hassreden anfangen. Richtig, und das ist eben sehr schwer zu definieren. Auch die Bürgerrechtlerin Perez würde da nicht widersprechen, fordert stattdessen, gerade weil es hier um Abgrenzung geht, gehört zu einer Diskussion nicht an eine Runde zwischen Politik, Wirtschaft und der europäischen Polizeibehörde, bei der die Öffentlichkeit ausgeschlossen ist. Ja, sehe ich ähnlich. Ja, die Bürger müssen eben beteiligt werden und deswegen ist der wichtigste Satz im Prinzip auch hier der Schritt vom Sperren illegaler zum Blocken unbequemer Inhalte ist sehr klein. Und das ist richtig, in England ist ja sogar schon passiert, wie hier steht, dass der Chaos Computer Club gesperrt wurde, geblockt wurde. Und so weit soll es nicht gehen. Ja, auch der Artikel von der Taz ist hier recht lesenswert. Außerdem leicht fragwürdigen Hassreden lässt YouTube uns dann auch noch wissen, dass sie auch Regeln haben für Belästigung und Cybermobbing. Und so heißt es hier, uns ist wichtig, dass du YouTube ohne Sorge vor bösartigen Belästigungen nutzen kannst. Wenn eine Belästigung und einen böswilligen Angriff ausartet, kannst du dies melden, ja. Und der Inhalt wird entfernt. Ja, ich weiß zwar nicht, wie das gehen soll mit Inhalt, jemand böswillig angreift. Aber der Wie meinte sowas wie, das manifestiert sich dann als Angriff im wahren Leben und dann wird das ein Rape im wahren Leben und dann wird das eine Cyberabtreibung oder so und das will ja keiner oder so. Also es ist schon ziemlich schwierig, das nachzuvollziehen, wie sich das eben in einen böswilligen Angriff ausarten soll. Whatever, wenn sich Nutzer lediglich etwas störend oder lästig verhalten sollte, man das natürlich einfach ignorieren, empfiehlt auch YouTube. Als Belästigung gelten beispielsweise beleidigende Kommentare, Nachrichten, Videos, Verlegung persönlicher Informationen, böswillige Aufzeichnung von Personen ohne Zustimmung, also Mädels in der Umkleide oder sowas, bewusste Veröffentlichung von Inhalten, um jemanden zu demütigen, verletzende und negative Kommentare oder Videos über eine andere Person und unerwünschte Sexualisierung und sexuelle Belästigung, was ja völlig in Ordnung ist. Allerdings die Frage hier, verletzende und negative Kommentare oder Videos über eine andere Person, ob das denn richtig ist, denn das beinhaltet ja auch im Prinzip so eine Art von Satire und Satire ist ja im Prinzip erlaubt, ne? Der sehr lasse Mundschuh sagt, jeder hat das Recht, mal ordentlich verarscht zu werden. Und da hat er ja auch recht mit. Und da ist eben im Prinzip so ein bisschen der Willkür die Tür und Tor geöffnet. Andererseits muss man sagen, dass ja auch negative Kommentare von der anderen Seite kommen, respektive wenn Frauen sich da massenhaft negativ über Männer äußern, könnte man das auch eben massenhaft flaggen. Ich bin zwar kein Freund von solchen Aktionen, aber immerhin besteht auch diese Möglichkeit. Da wollen wir hoffen, dass das nicht in so einem Flagging-Krieg ausartet oder sowas. Ja, und dann gibt es hier noch so ein paar Empfehlungen, dass man eben freundlich sein bleiben soll und so weiter. Und ja, ganz am Ende sieht man vielleicht auch, an wen sich das eigentlich richtet. Ne? Manchmal können Kritik und Beleidigung zu ernsten Belästigungen oder Cyberbullying führen. Wenn du das Gefühl hast, speziellen Bedrohungen ausgesetzt zu sein und dich nicht sicher fühlst, teile dies einem vertrauenswürdigen Erwachsenen mit und melde es der lokalen Strafverfolgungsbehörde. Also es geht im Prinzip um Kinder, Jugendliche, die sich deine Haare haben. Ja, kommen wir ein bisschen weg von YouTube. Der Sexismusbeauftragte informiert uns darüber, wie es sich mit den männlichen Privilegien verhält. Feministin von der Herrschaft der Männerfantasien, frage ich mich jedes Mal. Wie viele Männer können aufgrund ihres Berufs Herrschaftsanspruch anmelden? In DAX-Unternehmen gibt es 192 Vorstandsposten, 176 von ihnen besetzen Männer. Okay, das ist eine deutliche Mehrheit. Bei 40 Millionen Männern in Deutschland ist es aber schwer, den Anteil, den diese Zahl an der Gesamtheit der Männer hat, überhaupt lesefreundlich in Prozent auszudrücken. Grob aufgerundet sind das 0,0005%. Wie demonstrieren die restlichen Männer die vom Feminismus unterstellte privilegierte Position? Nach Aussage des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung besetzen Männer 1105 Führungspositionen. Wow. Immerhin schon 0,003% der gesamtdeutschen Männlichkeit. Dagegen stellen 445 Frauen in solchen Positionen das Patriarchat schon deutlich in Frage. Also fast ein Drittel. Als bei den DAX-Vorständen. Zugegeben, das sind immer noch Verhältnisse, die, wenn man nur die Genderverteilung ansieht, einen an Benachteiligung genau glauben lassen könnten. Aber mal ehrlich, klingt das wirklich nach Unterdrückung der Frauen durch die Männer, wenn 0,003% der Männer in Führungspositionen 0,001% der Frauen gegenüber sitzen? Ja, gute Frage, ne? Es sind ja noch ziemlich viele übrig, nämlich 99,996%. Wie manifestieren bitte diese 99,96% das Patriarchat? Wikipedia hat eine Liste von Frauenanteilen in der Berufswelt veröffentlicht. Man sieht dort deutlich, dass die wenigsten Berufe mit Männerüberschuss die Legende vom Patriarchat rechtfertigen. Könige oder Bundeskanzler sind dort leider nicht mit übermäßigem Männeranteil gelistet. Gymnasiallehrerinnen 61% Frauenanteil, keine männlichen Domäne mehr.
um den armen Schulmädchen den Stempel der Unfähigkeit aufzudrücken oder ihnen einzureden, dass sie ja immer schön brav sein müssen. Dagegen haben die 95,8% der Kindergärtnerinnen wie die 77,9% der Realschullehrerinnen mehr Möglichkeiten, den Knaben ihre Minderwertigkeit zu demonstrieren. Was den höheren jungen Anteil an Schulabbrechern, Sonderschülern, ADHS-Patienten oder Jugendlichen Selbstmördern erklären könnte. Berufsbilder mit weniger als 25% Frauenanteil sind vor allem Berufe wie Kunststoffverarbeiter, Drahtverformer, ja, Metallindustrie, ne, Elektro und so weiter, oder gesundheitssichernde Berufe. Letztere sind keine Pflegeberufe. Die Bezeichnung ist ein Euphemismus für Desinfektoren, Schädlingsbekämpfer, Fleischbeschauer, Tierkörperverwerter und Weichenbestatter. Ganz besonders lecker, ja. Also schon ein netter Überblick hier. Ich sag nochmal, dass man sich die 162 Berufsgruppen da auch nochmal durchaus ansehen könnte. Da will keine Frau eine Quote für haben, für solche Berufe. Wer glaubt, dass sich graue Männer hier verschwören, um Frauen mit 22% weniger Lohn abzuspeisen, dem ist vermutlich eh nicht zu helfen. Ja, abgesehen davon, dass da eben auch noch die ganzen Seniorinnen eine Rolle spielen in den Statistiken, die eben noch dazukommen. Es wäre schön, wenn die Frauen, die sich ihr eigenes Scheitern mit der Patriarchatslegende schönreden wollen, endlich mal einsehen, dass die Grenze nicht zwischen den Geschlechtern verläuft, sondern zwischen den oberen 0,004% und dem Rest der Bevölkerung, dann würde man sich vielleicht auch auf HiFoShi einlassen. Ja, wahre Worte, also wenn sie Tierkörperverwerterin wird oder sowas oder eben in der Metallindustrie einsteigt irgendwo und zwar richtig, ja, dann gibt es da auch kein Paygap mehr, dann kann er auch zu Hause bleiben und sowas beschreibt er alles hier, sehr interessant. Kann ich nur empfehlen, auch mal durchzulesen. Habe ich noch ein Thema? Mit der Manu Schwesig habe ich mich ja die Woche auch beschäftigt schon. Sie will hier durchsetzen, dass eben in Firmen das Recht existiert für einzelne Mitarbeiter, die Gehälter ihrer Mitarbeiter, ihrer Kollegen in der gleichen Gehaltsklasse zu erfahren. Das Recht soll aber einzig den Ladies eingeräumt werden und dass das natürlich für Ärger sorgt. Kein Wunder, die Welt berichtet darüber, dass die Schwesig sich aber kühl durchsetzen möchte, kurz vor ihrem Start in die Babypause. Die Ende Januar beginnt ihren nächsten wichtigen Gesetzentwurf vorgelegt, nach der Frauenquote der wahrscheinlich dickste Brocken ihrer Amtszeit. Das Gesetz für mehr Lohngerechtigkeit zwischen Frauen und Männern, mit dem endlich die immer noch erhebliche Einkommensdifferenz zwischen Männern und Frauen beseitigt werden soll. Bleibt eben noch ein Gender Gap von 8%. Und die, das hat Schwesig sich vorgenommen, soll mit dem neuen Gesetz bekämpft werden. Ja, da müsste erstmal die ganzen Omas und Seniorinnen aus der Statistik rausnehmen, vor allen Dingen, ne? Dann hat man schon ganz schön viel bekämpft. Die Schwesig braucht aber ein neues Gesetz dafür und äußert sich über Twitter dazu mit den Worten: Wie soll ich als Frau gut verhandeln, wenn ich nicht weiß, was rechts und links von mir bezahlt wird? Ja, am besten so, dass du den Wert deiner eigenen Arbeit vernünftig zu schätzen weißt oder so. Kernstück des Gesetzes ist ein individueller Auskunftsanspruch, der es Frauen ermöglichen soll, konkret beim Unternehmen nachzufragen. Die gute Manu sagt dann noch sowas wie: Ja, die Arbeitgeber sollen sich nicht auf die Blackbox verlassen können. Ja, können sie sowieso nicht, weil die Menschen einfach miteinander reden auch. Die Manu meint trotzdem, es werde sicher 1000 Ausreden geben. Ja, es wird möglicherweise 1000 Ausreden geben. Wird aber auch 1 Million Gründe geben, da bin ich ganz sicher. Ernstzunehmende, handfeste Gründe, warum dieser Unsinn nicht geht. Was man so im Schnitt verdient, das steht auch im Spiegel in der Jahresübersicht oder so. Ja, wollen wir mal sehen, was daraus wird. Das Gejaller wird möglicherweise nochmal für eine schöne Diskussion sorgen. Und da werden wir uns dann daran beteiligen, ne? Macht mit, vielleicht mit dem Kanal. Ja, ich hätte zwar noch ein, zwei Themen, aber ich muss mich ja immer noch in die Beschränkung halten, die zeitliche. Von daher mache ich mal Schluss hier. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dahin. Tschüss. Liebe Familie, liebe Freunde, liebe Hochzeitsgäste, ich möchte euch alle ganz herzlich begrüßen und freue mich, dass ihr wirklich so zahlreich erschienen seid. Heute ist nun also unser großer Tag, an dem wir den Bund fürs Leben geschlossen haben. Möge dieses Leben glücklich und harmonisch verlaufen. Nun ist es mir eine ganz besondere Ehre, euch meine Braut vorstellen zu dürfen, die ich auch erst gestern kennenlernen durfte. Ich darf euch nun auch im Namen meiner Braut für all die lieben Glückwünsche, die lieben Worte und die ganzen Geschenke bedanken. Mit eurer Hilfe war es möglich, diesen Tag so wunderbar und freudig zu gestalten. Möge dieser Tag für immer in Erinnerung bleiben.